Ich glaube, das waren die normalen. Okay, warte, wie machen wir das? Wir müssen irgendwie da hinkommen, ohne platt gemacht zu werden. Ist da oben ein Fenster? Können wir uns da hinhangeln? Ach Mist, diese Fähigkeit haben wir noch gar nicht. Kann das sein? Verdammt. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh. Oh. Warte. Wir haben doch aber noch mehr Fähigkeiten gehabt, oder nicht? Die hatten wir doch auch schon freigeschaltet gehabt. Ja, hier ist es doch. Bereits erworben. Genau. Warum ist es dann bei uns da nicht aufgelistet unten? Wir haben die Kraft schon. Warte, das verstehe ich gerade nicht. Wieso ist sie bei uns nicht ausgerüstet? Kräfte? Zack. Kraft verbessern. Toll anzeigen. Wir haben sie schon, aber... Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Hier steht ja auch, dass wir sie schon erworben haben. Hier. Oder? Ja, aber sonst würde es ja nicht angezeigt sein. Sonst wäre es ja genauso schlecht hervorgehoben wie das hier. Aber warum? Das verstehe ich gerade echt nicht. Warum wird das bei uns nicht... Irgendwas ist da kaputt. Vielleicht. Geistvoll. Irgendwas ergibt da echt keinen Sinn. Oh, Knochenschmiede. Oh. Cool. Oh, cool. Ja, also ich verstehe das gerade nicht, weil wir hatten die Fähigkeit ja schon. Warum? Oder geht das vielleicht über das... Dann eben so. Wow. Das... Oh, man kann die Kommode noch öffnen. Aber da ist nichts Wichtiges drin. Münzen. Und das war's? Ja. Okay, okay. Also ist nichts offen. Alter, was soll das? Könnte ich mal bitte hier hochkommen? So, geht doch. Was war daran jetzt so kompliziert? Hier war aber irgendwo noch ein Gegner, das weiß ich. Ach, der schläft. Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silberminen übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf etwas gewartet? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie auch aufregend. Wie viele Federwerke hast du gezählt? Sie sind nummeriert, glaube ich. So ist es, aber 36, 46, höchst exklusive, wie viele es auch sind. Der Garten wird sicher gut. Wie lange werden die komplexen Mechanismen dann noch funktionieren? Da ist er wieder. Was glaubst du, mit wem er redet? Das
mehr auf Jindosh warten. So, tut sich da jetzt was bei denen? Ups. War ich nicht. Dein Typ schaut dahin. Und sie schaut dahin. So. Der hat einen Schlüssel fallen lassen, wenn ich mich nicht irre. So, und wie kriege ich die jetzt platt, ohne dass sie... Dann nehme ich mal einfach so ein Glas. Okay. Wie der Boden sich verschoben hat. Mir wurde ganz übel. Hier ist irgendwo ein Herz. Na, Akumino, wo ist denn? Ach, da ist unser Herz. Da in 14 Metern. Das ist eines der Federwerke. Aber was macht es da? Ist das eine Art Labyrinth? Das ist wohl ein Raum für Experimente und Tests. Woher weißt du das? Du kannst doch nicht mal eine Uhr aufziehen. Jindosh ist nicht da. Weißt du, oh. Globus. Brief an Amado Gießerei. Bitte schicken und senden Sie diesen Brief an Nora Amados Gießerei. Madame, Ihr idiotischer Vorarbeiter fragte mich folgendes. Ist die Größe egal? Ob die Größe egal ist? Nein, nein, nein. Die Komponenten müssen exakt die Größe haben, die in meinen Plänen angegeben ist. Ich brauche eine Garantie, dass jemand in Ihrem Werk dies versteht. Der höchstpersönlich darauf achtet, dass alle bestellten Teile die exakte Größe haben, perfekt gleich und aus dem gewünschten Material sind. Ich zahle keinen Penny, ehe ich keine Bestätigung habe. Diese Teile sind keine Briefbeschwerer für mein Büro. Sie müssen zu einem größeren Apparat zusammengefügt werden, nachdem Sie Ihr Werk verlassen haben. Ich erwarte Ihre Antwort. Ei, ei, Kapitän. Oh. Ach was, wir haben zu viel? Das ist nur eine Schreibmaschine. Und tatsächlich hat sich jetzt hier nur dieser Teil des... Was ist das für ein Geräusch? Also da hinten ist doch ein Artefakt. Ja, und hier ist halt eins, ne? Ich will mal ganz kurz, bevor ich hier was Falsches mache, will ich hier mal auch nochmal speichern. Nein, nicht Spiel speichern. So. Ja. Und zwar habe ich nämlich Angst, dass ich an dieser Stelle wieder sterben werde, weil ich zu nah an dem Schaltkreis bin. Wow. Ja, okay, gut, dann müssen wir es halt so. Okay.
Okay, dann machen wir es eben so. Do not use the elevator between 3 o'clock and 1 o'clock. I need my 4 hours of sleep. Was? Der schläft nur 4 Stunden? Das ist aber nicht viel. Dunwall hat eine stolze Flotte. Doch bald schon sehen Sie, wozu eine Armee aus mechanischen Fähigkeiten. Oh nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir haben es geschafft. So. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo wir als erstes hingehen. Wir können nach oben, wir können nach unten. Vielleicht gehen wir erstmal. Obwohl, wenn der Iwate Ginger soll sich doch im Vorführraum befinden, ne? Oh boy, das könnte gefährlich werden. So, ich werde mal... Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Nachtsicht wäre hier, glaube ich, ganz gut. Tja, war wohl doch nichts. Mechanische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Also, ich habe zwei... Hey, wer bist du? Ich... Halt! Oh, verdammt! Alles gut. Nichts passiert. Die versetzen mich. Muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Vorsicht! Damit sollen die mechanischen Soldaten getestet werden. Ziemlich gefährlich. Wenn Sie wirklich Sokolov suchen, der Alte ist hier. Irgendwo. Irgendwo. Ach, chillax. Das, vor allem, das ist gar keine Leiche. Der ist nur bewusstlos. Meine Güte, immer diese Frauen, die alles überdramatisieren müssen, ne? Furchtbar sowas. So, Armbrustbolzen hier. Das nehmen wir doch alles gern mit. Ich frage mich gerade, ob die zu einem bestimmten... aufgrund eines bestimmten Grundes hier sind. Brenner... Der Silbernagel, Kaiserin Delilahs Geheimnis. Heute riskiere ich mein Leben und stelle einige bohrende Fragen über unsere neue Kaiserin Delilah Caldwin. Oder auch, je nach ihrer politischen Ausrichtung, Delilah Copperspoon. Stimmt es, dass ihre Mutter einem Dunwall Tower angestellte Küchenmagd war? Selbst wenn, beweist es noch nicht, dass sie Kaiser Euhern Caldwins Tochter ist. Hätte der Kaiser wirklich eine zweite, geheim gehaltene Tochter, was sie zur wahren Thronfolgerin der Caldwins machen würde, warum traf er dann nicht die entsprechenden Vorkehrungen? Was wissen wir außer Spekulation sonst noch über unsere Kaiserin Delilah? Was kann der Silbernagel ihnen abseits vom Klatsch und Tratsch noch berichten? Wir können ihre Vergangenheit datieren, von der Zeit an, in der sie angeblich im Schatten von Jessamine aufgewachsen ist. Wir wissen, wenn Delilahs angesehene Bilder ge- und verkauft wurden. Aber wo war sie zwischen damals und diesem Jahr, als sie den Thron dann wohl bestieg? Ist eine derart lange Abwesenheit nicht verdächtig? Keine verkauften Kunstwerke, nicht einmal eine Adresse. Keine Nachbarn, die interessante Geschichten aus dem langen Zeitraum vor ihrem Auftauchen in Kanaka vor gerade mal 3 Jahren zu erzählen hätten. Dieses Geheimnis gilt es zu lüften, geehrte Leser. Ihre Aktivitäten in der Zeit, bevor man sie zuerst mal in Begleitung unseres geschätzten Herzoges Luca Abele gesehen hat. Ach, chillax doch, Madame. So, also Sokolov ist da drin, ne? Das heißt, wir müssen noch rein. Immer noch hier sein.
Gehen wir mal erstmal hier unten lang. Ich sehe doch keine Gespenster. Nee, nee, siehst du auch nicht. Alles gut. Hier gibt es Gläser. Gibt es da oben noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Ein Wecker, genau. Wir stellen jetzt mal einen Alarm an. Ah, da ist noch ein Brief. Konditionierung Sokolovs. Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker, lange ein Nebenprojekt von geringerem Praxiswert, ist hier genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtige Qualität, nämlich seine, ich mag es nicht gerne, legendäre Kreativität, bleiben intakt. Was für eine Grausamkeit ist das? Es gibt noch eine Möglichkeit, vorausgesetzt, Jindoshs Elektroschocker funktioniert. Nicht gerade eine Gnade. Okay, das heißt, wir können Jindosh auch einfach per Elektroschock töten. Also beziehungsweise dann unfähig machen.